Ja, hallo zusammen wieder mal. Herzlich willkommen bei der College Football Coverage. Andi, Lobeshymnen auf Wake Forest oder nicht, ist die Ja, Frage. ich würde sagen, ja, auf alle Fälle, Würde ich auch sagen. man sieht es ja an meinem Hintergrund. Hallo Julian, freue mich, dass ich wieder bei dir bin. Ich Und freue mich, ja. ja, Wake Forest, auf alle Fälle Lobeshymnen. Sie stehen mit, ich sage mal, 6-1 bei 7 Spielen recht gut da, sind in guter Gesellschaft mit Syracuse und mit Clemson. Clemson zwar 8-0, aber dazu kommen wir noch. Aber haben wieder zugeschlagen, Wake Forest, und zwar haben es die Boston University mit 43-15 geschlagen, und ja, für mich derzeit das Team der Stunde, würde ich mal so Ja, sagen, oder? ja. Ja, ich finde es großartig irgendwo, weil, ja, College ist so ein bisschen das Thema, mit verschiedenen Offenses, verschiedenen Defenses und die spielen halt mit ihren Offenses, ich kann es jetzt ja jede Woche nur wieder erzählen. Kann mich keiner stoppen, auf irgendeine Art und Weise. Und mit Boston College, die können für normal wenigstens Defense spielen, ja. Das ist jetzt oft nicht so schlecht gewesen in der Vergangenheit. Ich meine, ja, es ist heuer schon ein Problem, schon ist richtig, aber wieder mehr wie souverän, würde ich sagen, ja. Ja, Absolut. also ich bin auf alle Fälle dabei, mir Wake Forest ein Fanware zu besorgen. Ich habe schon die Internetforen durchstöbert, wo ich das kriege. Ja, gibt es, gibt es. Und ich muss auf alle Fälle zuschlagen, Wake Forest. Das wird mein Team in nächster Zeit. Ich war zwar immer Alabama-Fan, aber da sagt man, was der die Bandwagoner. Jetzt habe ich Wake Oh, Forest. Alabama Bandwagon. Alabama ist Ja, einfach schon genau. 20 Jahre so. Also. Genau. Aber Wake Forest ist nicht jeder, und ich werde jetzt Wake Forest-Fan, auf alle Fälle. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Nein, ich finde es auch wirklich cool, was die betreiben. Ja, was war? Wir haben 2 Wochen zum Besprechen. Jetzt glaube ich, wer die 2 letzten Wochen ein bisschen gesehen hat, kann man sich ein bisschen vorstellen, was ist, wenn es richtig abgeht im College Football. Jetzt sind die wirklich Hochkaräter, sage ich mal, dabei. In der Week 7, wir fangen an. Timeslot der erste, wo er die 10 Penn State bei 5 Michigan. Michigan hat 41-17 gewonnen. Du weißt, ich habe Angst gehabt vor dem Spiel. Ja. Ja, da muss man ein paar Worte zum Verlieren über das Spiel, finde ich. Also, das war schon von Michigan abnormal dominant, muss ich sagen. Was, ich meine, die haben diesen, gleich im ersten Quarter, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder Anfang zweites, haben sie diesen ganz komischen Pick Six gehabt, Michigan. Ja. Ich meine, der JJ McCarthy wirft den Ball und der wird tippt und Defender kriegt halt dann irgendwie nur in die Hand und Pick Six, zack, boom, okay. Und waren es mit 14 Punkte, dann war Ende. Also Nichts mehr. so Ende, wie ich bei Penn State selten gesehen habe. Ich meine, die haben nur das eine Big Play vom Quarterback gehabt, vom Clifford, vom Penn State, der hat, glaube ich, so einen 60-Yard-Zone-Read-Run nur drin Ja, gehabt. ja. Und dann, man musste das ein bisschen auf der Zunge gehen lassen, Penn State, die Running Backs haben gehabt, jeweils 19 und 16 Yards in dem Spiel. Und Michigan, ich meine, der Gameplan, da viele sagen da jetzt wahrscheinlich, ja, das ist ja absolut nicht 2022 würdig. Ja, möglich, aber es hat halt funktioniert auch. Ich meine, die sind gelaufen für 418 Yards in dem Spiel. Ja, Michigan. das ist schon einiges, oder? Ja, und ich meine, 418 Yards und mein, ne, fällt mir fast wegen die Worte, ich meine, das passiert mir nicht ganz oft, muss ich sagen, aber man hat 41 Minuten am Ball gehabt. Ja. Und ist dann mit dem Donovan Edwards und mit Corum mit den 2 Running Backs sehr variabel gelaufen, teilweise einfach auch durch die Mitten, die Offensive Line, also dieser Center, gigantisch. Oliver Timi heißt der. Großartig, wie wir das gespielt haben und die Defense von Penn State ist für mich echt gut. Ja, sind beide Backs für über 160 Yards gelaufen. Ja, ich war begeistert. Richtig, richtig Oldschool Football zwar, aber mir hat's gefallen. Ich War finde es das gut. deiner Meinung nach ein Zeichen jetzt von Michigan? Kann man das als Zeichen nehmen, dass die sagen, okay, das ist unser Season, oder das kann unser Season jetzt wieder werden? Du, einer Season war meiner Meinung nach letztes Jahr. Letztes Jahr war es in den Playoffs. Das ist für Michigan absolut, also dass das in die Playoffs dann nicht zum Sieg reicht, war, also hat man ein bisschen geglaubt, habe ich auch geglaubt. Ich finde Michigan sehr reif heuer, das habe ich nicht geglaubt. Also für normal ist das genauso, was man zu einem blöden, Entschuldigung, Pick Six haben,
dann haben sie in die vergangenen Jahre unter dem Haber oft Nerven dran gehabt und dann war das Spiel vorbei. So ein bisschen übertrieben, überspitzt gesagt. Mhm. Das ist heuer gar nicht, finde ich. Was echt ein Problem wird natürlich, und Ohio State wird das Bahn halt ausnutzen, Michigan ist kein Team, das da jetzt in einen Shootout über einen Pass mitgeht. Also die werden nicht für 400 Yard passen, das glaube ich nicht. Das wird nie passieren. Michigan ist gut, wenn sie den Ball kontrollieren, wenn sie die Uhr kontrollieren und wenn sie mit der Defense und mit einem Laufspiel die Spielgewinne erkennen. Ich wage zu bezweifeln, außer dass weder ist auf der Seite von Michigan, aber dass das gegen Ohio State so funktioniert, das träume ich jetzt einmal, sagen, dass das nicht so passieren wird. Okay. Aber ja, die haben es einfach auf brachiale Art und Weise Penn State angewiebt, einfach in jeder Form. War richtig gut. Kurz für den Draft vielleicht noch, schaut euch diesen Jair Brown von Penn State an. Nummer 16, glaube ich, ja. Mhm. Der Safety, Wahnsinns-Defender. Also was der gespielt hat, der gegen, das war, kommt mir vor, der Einzige, der nicht in Schockstarre verfallen ist. Also übertrieben gesagt, jetzt gegen Michigan. Richtig cooler Defender. schaut sich den an. Der wird im Draft, ich weiß jetzt nicht, ob der überhaupt eligible ist, aber einfach einmal auf die Listen schreiben. Morris bei Michigan war es so einer, also der Defensive End, bin ich auch gespannt. Gibt es ein paar her, die ganz interessant werden. Wir kennen ja. Genau, kurz vielleicht noch. Michigan ist ein ganz altes Stadion, ne? Also das Big House. Und die haben nur einen Spielertunnel. Und das hat man natürlich in der Halbzeit wieder wunderbar gesehen, dass dann, gerade bei so Teams, die sich nicht mögen, dann ist in dem Spielertunnel, wenn alle gleichzeitig in die Halbzeit gegangen, ist da oft ziemlich eine Grüppchenbildung. Also da waren auf einmal 50 Leute rechts und 50 Leute links. Ist nicht, ist eskaliert. Genau, aber wegen sowas gehört auch wieder dazu. Das gab es in der NFL in 100 Jahren nicht. Aber da ist das halt so, also da ist sofort ein bisschen so eine Mobbildung. Ja, war wieder cool. Ist schon eskaliert, diesmal nicht. Okay. Willst du vielleicht, wenn wir bei den Matches gleich sind, die Big Ten, die Division, gleich den Stand auch sagen? Hätte ich zum Schluss gemacht. Dann machen wir es zum Schluss, dann passt. Ja. Alabama, Tennessee, hast du auch gesehen danach? Was soll ich da sagen? Also, da weißt du, warum du aufbleibst und warum du College Football schaust. Das war, ja, wie soll ich sagen, das war wie ein Thriller. Ja, ich muss mir jetzt wieder Nägel wachsen lassen. Die Partie war legendär. Es sind Sachen passiert, die nie passieren dürfen, aber die passieren. Und das Ergebnis war natürlich ein Wahnsinn. Und dann das, was wirklich das nur im College gibt. Wie die Zuschauer dann angegangen sind, also da kann es keine Security mehr hinstellen, die waren nicht zu halten. Also wenn bei uns wird sie aufgeregt, wenn zwei Spieler oder zwei Zuschauer auf dem Platz rennen, dort war ein Platzsturm. Und die Quellen haben uns berichtet, dass sogar der Torpfosten verschwunden ist, oder? Ja, der ist dann in einem Fluss wieder auftaucht. Dann mitgenommen und haben sie im Fluss geschmissen, die Fans. Man muss das ein wenig einordnen, historisch. Die Volunteers haben gegen Alabama seit 2006 nicht gewonnen. Genau. Und ja, da hat jetzt jeder auf das Spiel gefiebert, weil halt in Tennessee so gut wie die heuer sind, waren es nie. Ich habe ein bisschen überlegt, ob Tennessee für mich die Überraschung des Jahres ist. Nein, ist nicht, weil ich habe das schon ein bisschen vorausgesehen, dass die gut sind. Also das ist jetzt kein Selbstlob, aber ich habe die ein bisschen am Zettel gehabt, dass so gut sind, wie ich geglaubt. Ja. Aber ja, das war ein unfassbarer Starter. Das ich meine, die haben gleich 21 Punkte gemacht. Da hat der Nick Saban ein bisschen langes Gesicht gemacht, gleich am Anfang. Der ist eingeschlafen. Unfassbar extrem schnell gespielt und dieser Hyatt, das ist ein Receiver, der hat 6 Pässe für 207 Yards und 5 Touchdowns gefangen und der hat 3 Touchdowns quasi aus dem selben Play gemacht, falls dir das aufgefallen ist. Das war hochinteressant zum Anschauen. Ich meine, die, ganz links außen aufgestellt, so stacked, also die Receiver quasi fast hintereinander. Ja. Und dann immer tief gegangen. Und die haben das nicht verteidigen können. Nein. Das war einfach ein hochgradiges Spiel. Um das Ergebnis auch noch mitzuteilen, das wollen wir euch nicht schuldig bleiben. Alabama hat 49-52 gegen Tennessee verloren. Und wie kann es anders sein? Der Todesstoß kam mit einem Kick. Ja, und das ist leider für Alabama gesagt, das ist bei Alabama jetzt in den vergangenen Jahren ein paar Mal so gewesen. Deswegen, man munkelt ja, dass Special Teams nicht, aber Kicking ist ja Nick Saban sein Kryptonit quasi. Ja, also das erzählt man sich wie im College Football und es dürfte
tatsächlich so sein. Ich meine, Tennessee auch einfach brutal schnell gespielt, wie gesagt, sie sind mit 3 Ballcarrier für 180 Yards gelaufen, was gegen Alabama sonst auch kaum einmal wem geglückt ist. Und ich habe mir dann wirklich dann gedacht, wie es 28-7, 28-14, nein, 28-7, glaube ich, ist gestanden, ja. Habe mir dann gedacht, nein, das ist vorbei. Das geht sich nicht mehr aus. Wette nicht gegen Alabama, das ist ähnlich wie Belichick, also das ist wirklich gefährlich. Und der Bryce Young, ich meine, das war ja für mich eine Blaupause, wie ein Team, und es sei es noch so gut, vom Quarterback abhängig sein kann, oder? Ich meine, dieser Bryce Young hat 9 Wide Receiver ins Passspiel einbunden und hat für 455 Yards gepasst. Also gigantisch. Ohne dem geht da im Wald gar nichts, im Wald gar nichts. Ich meine, es gibt den Ramir Gibbs, den Running Back mit der Nummer 1, also Running Back, der ist eine Allzeitwaffen. Mhm. Auch bitte anschauen, gigantischer Spieler. Und ja, dann ein paar Special Teams Fehler, ein, zwei wirklich blöde Flags. Ja. Und dann versammeln wir das Field Goal und dann bauen die dem Goalpost da. Ja. Ja, das war, also, das war, aber ich war noch mit 2 Partien, war ich aufgeregt. Also naja, ich war nervlich erledigt. Ich habe mir den Rest am nächsten Tag angeschaut. Ich habe eineinhalb Stunden nicht einschlafen können. Ja, ich habe noch weiter ESPN-Player angesucht. Was gibt es noch? Das ist ja wie eine Sucht dann schon. Du kommst da dann nicht weg. Da muss nur eine leibende Partie reden. Da muss nur aber irgendwann. Aber leibende wird es nicht mehr. Nein, es kann nicht funktionieren. Das war wirklich. Ihr könnt die Highlights in YouTube, aber man findet da das ganze Match, habe ich heute gesehen. Ja, in YouTube. Das war, ja, stimmt. Also wenn ihr wollt, schaut euch auch Alabama gegen Tennessee. Das ist ein Match, das ist empfehlenswert. Das sieht man nicht alle Tage und das muss man gesehen haben. Und schaut euch das bis zum Schluss an, weil dann kommt noch immer... Ja, wirklich. Also genau, und ich finde es auch so spannend, als erster um 6 Uhr aus die Partie Michigan gegen Penn State, das ist auf ihre Art und Weise ein gigantisches Spiel. Ja. Und dann kommt das und das ist einfach völlig anders und nicht weniger spannend. Also viel spannender, so muss ich sagen, aber nicht weniger fesselnd irgendwo auch. Weil ja. Bei Michigan hat mich auch fasziniert, wie man so einen unkonventionellen Weg einfach nimmt. Aber das war. Das mache ich schon wieder, wenn ich da dran denke. Wirklich super, super, super coached eigentlich. Ich muss sagen, wirklich, das sind richtig Top-Football-Mannschaften. Also das geht nicht viel besser. Ja. Wenn so ein Finale wieder ist im Playoff, ja gut, dann haben sie was richtig gemacht, alle miteinander, weil wirklich begeistert gewesen. Und natürlich einige potenzielle Kandidaten, die wir sie auf dem Zettel schon aufgeschrieben haben, die dann zum Draft hin sicher auf alle Fälle interessant werden und die, über die wir euch berichten werden auf alle Fälle. Genau. Na, sehr cool. Schaut sich das an, das Video, wo es ein Goalpost ins Wasser versenken. Das ist so Wahnsinn. Ein Start ist einmal durchgedreht. Ja, aber total, ja. Absolut. Georgia, da machen wir weiter. Georgia war bei Vanderbilt. Ja. 55-0. Ja, habe ich ein bisschen so kommen sehen. Ihr braucht mir jetzt nicht groß auseinanderpflücken. Georgia ist einfach dominant. Ja, das stimmt. Clemson, FSU 34-28. Die war wieder nicht ganz souverän. Ja, Clemson wagt sich ein bisschen um mich gerade. Ja. Ja, ich meine, es ist Florida State, das ist halt auch nicht irgendwer, muss man auch dazu sagen, die können schon Football spielen, ja, also auf alle Fälle. Ja, aber, ein wenig, ja, sagen wir so. Aber ja, es ist halt für Clemson ist derzeit, ja. Aber wir sind in der 7. Woche und in der 8. Woche kann man dann über Clemson noch was berichten. Da kann man noch was berichten, das stimmt. USC war bei Utah, USC die 7, Utah die 20, 42, 43 hat USC verloren. Oder Utah Kung in dem Fall. Ja. USC ist geschlagen. Ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte USC, also nicht, dass ich Utah nicht verkunde. Ich finde Utah wie die Football spielen cool. Ich hätte USC gerne wieder mal in die Playoffs gehabt. Schauen wir, ob das noch wird. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Aber ja, Utah ist richtig gut. Und wie wir gesagt haben, böse zum Spielen. Cameron Rising mit über 400 Yards. Mhm. Passing. Ja, Utah. Ja. Die sind so ein bisschen ein Favoritenschreck oft schon gewesen und es ist heuer auch wieder so. Ja, auf das schneide ich aber trotzdem. Wird in der Pac-12 noch ganz interessant sein, glaube ich. Glaube ich auch.
glaube ja. Also der Commissioner von der Pac-12, der kann jetzt schon wieder nicht mehr schlafen, weil jetzt hat er schon wieder kein Team mehr, was nicht geschlagen worden ist, so ungefähr. Ja, super. Ah, Wahnsinn. Overtime-Action haben wir gehabt. Oklahoma State bei TCU. Okay. TCU hat 43-40 gewonnen, noch doppelter Overtime. Ja, ich muss sagen, ich finde die beide völlig gut her. Also ich habe das nicht so gut gesehen. TCU ist sicher so eine von den Überraschungen der Saison. Jetzt nicht nur von mir, aber auch von mir. Spannend. Spannend. Das ist eine Mannschaft, die kann echt Football spielen. Der Quarterback von TCU ist auch brandgefährlich auf die Füße. Einem wird auch im Rushing wirklich viel eingesetzt. Das ist mir als ich als Quarterback-Trainer bin da ein bisschen, also finde das ein bisschen nervenaufreibend, wenn die Quarterbacks so viel laufen, aber irgendwo wird das auch, ja, das braucht man irgendwo auf dem Niveau mit solchen Top-Athleten auf Quarterback. Ja, spannend, muss ich sagen. Kann man sich anschauen, sind sicher auch ein, zwei so ein bisschen Sleeper dabei für den Draft, wird auch alles noch kommen. Aber lässig zum Anschauen, wirklich ein cooles Footballspiel gewesen. Ja. Also es muss nicht immer Alabama und Georgia draufstehen. Nein, auf alle Fälle nicht. Da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Ich habe ja Drake May am Roster, am Radar, sozusagen, von North Carolina. Die haben gegen Duke gespielt und North Carolina hat 38-35 gewonnen und Drake May hat wieder alles gegeben. Der Quarterback macht wirklich Laune, den jungen Burschen zuzuschauen. Also der hat wirklich was in ihm, nicht nur, dass auf die Beine gut benannt ist, der hat auch eine gute Übersicht, ein gutes Passspiel und der macht wirklich Laune, den zuzuschauen. Also ich sehe den extrem gerne. Ich suche wirklich die Videos von dem. Nein, und das ist nur brutal jung. Also das ist ja vermutlich nicht die Spitze der Fahnenstange, nicht die Spitze. Ja, ich meine, ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie man gegen, also bitte nicht falsch verstehen, aber ich finde, schauen, dass man gegen Duke nicht ganz so viele Punkte kassieren sollte, vielleicht, ja. Wenn man UNC ist. Aber gewonnen ist gewonnen. Es ist so. Ja. Week 8. Oder hast du Week 7 noch irgendwo Spannendes? Naja, Mississippi State war bei Kentucky 17-27. Ja. Mississippi State, wir kommen da jetzt noch dazu, die haben gut angefangen, denen fallen gerade ein bisschen die Rall ab. Also ein bisschen überspitzt gesagt, aber nicht so gut wie am Anfang, sagen wir so. Nein, die kommen gerade ein bisschen im Schongang, kommt mir vor. Oder? Ja, ein bisschen zu viel Schonung, wenn ich 10 Punkte zu eng mache. Ja, das ist auf alle Fälle. Aber mir kommt es ein bisschen so vor, wie wenn die auf irgendwo Sporen darten. Also, ja, ich weiß nicht. Ja. Sie lassen relativ nach derzeit, finde ich. Ja, finde ich auch. Also, komisch, wenn Kentucky wir haben es schon mal besprochen, ja, mit gegen Ole Miss gespielt haben. Spannendes Footballteam, wirklich auch gut coacht, die machen nicht viele Fehler und haben einen ziemlich potenten Quarterback jetzt wieder zurück, der war ja letzte Woche nicht dabei. Genau. Kann man verlieren. Ich meine, es ist natürlich schon so, gell, diese Air Raid, was der Mike Leach da mitbringt, wo er ja, ich meine, der Begründer ist. Wenn man halt da gegen so disziplinierte Teams spielt, die halt dann nicht viel Big Plays zulassen, die halt dann das Tacklen können, wo halt dann After Catch nicht wirklich viel rauskommt, dann ist man schnell ein bisschen unter Zugzwang und dann ja, kommt das raus. Aber nicht davon, nicht, also nichts zum Sagen, Kentucky ist ein Top-Team. Auf alle Fälle. Aber ja, wie gesagt, du hast schon recht, also diese Arid Offense, da muss halt auch von der Defense ja alles passen. Und wenn die das anchecken, wie sie spielen und diszipliniert spielen, dann können solche Sachen natürlich passieren und dann stoppt so ein Team natürlich auch. Ne? Das ist auch klar. Ne? Ja, na, absolut. Ja. Schauen wir uns in den Quarterback an, was das mit Draft noch wird. Da bin ich noch gespannt. Das wird noch spannend, ja. Na, ich würde sagen, dann gehen wir in die Week 8. Also nur zur Info, ihr könnt natürlich im Internet überall die Tabellen und die Ergebnisse des College aussehen. Wir können ja leider nicht alle Ergebnisse sagen, weil ja, es so viele sind. Ja, da müssen wir irgendwie über 70 Spiele, Es sind so viele Spiele, die am Wochenende gespielt werden und wirklich, da ist jagt ein Highlight das andere. Ich kann euch nur empfehlen, es gibt eben diesen ESPN-Player, da könnt ihr euch das anschauen, ihr könnt es in YouTube schauen. College ist einfach cool und macht süchtig, nur ja. Kommen wir zu Week 8. Ich habe angeschaut, die Duke.
gegen die Miami. Ja. Ja, die Duke haben 45, 21 gewonnen. Muss aber dazu sagen, der Van Dijk, der Van Dijk ist im zweiten Quarter, war er out of order, den haben sie eliminiert und dann hat der Garcia. Der eliminiert gespielt. Hoffentlich nicht ganz. Naja, sie wissen noch nicht, was wirklich ist. Sie vermuten, dass er irgendwas am Schienbein hat, aber es ist noch nicht wirklich draußen was. Garcia hat dann gespielt, sie haben verloren, haben zwar gut dagegen gehalten, aber ja, Duke gewinnt. Zweite Partie ist vielleicht. Zweite Partie, genau. Und stehen hinter North Carolina eigentlich gut da, muss man sagen, weil sie lassen einige Teams wie ja, die Pitt, Miami und so weiter ja, hinten anlaufen. Hätten wir auch nicht gedacht, gell, Anfang der Season, dass Duke da mitmischen könnte. Nein, also ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, Duke ist ja, aber dass man das vielleicht ein bisschen weiß, Duke ist ja eine Basketballschule. Die sind im Basketball richtig, richtig gut. Ähnlich wie Kentucky. Kentucky ist eigentlich genauso. Und im Football war das aber eher, das war so ein bisschen eine Randerscheinung. Übertrieben gesagt, aber nein, habe ich auch nicht geglaubt. Habe ich echt nicht geglaubt. Weil du das sagst, Julian, der Quarterback kommt aus dem Basketballteam. Tatsächlich, ja, habe ich nicht gewusst zum Beispiel. Ja, der neue Quarterback, den sie haben, der Name fällt mir jetzt nicht einfach, den suche ich nur raus, der kommt aus dem Basketballteam und spielt Quarterback. Das Einzige, was man bei Duke sagen muss, ich weiß nicht, wie lange der junge Bursch die Runs aushält, weil ich weiß nicht, ich glaube, der hat 200 Jahre Salat gemacht. Und das ist halt die Frage, wie lange man das... Wie schnell verharrt man dann zu einem Quarterback? Genau. Aber nichtsdestotrotz, zweiter Sieg und man kann das schon erwähnen, glaube ich. Ja, absolut. Bevor wir weiter dann, wie immer kurzer Hinweis, Catch the News. Bitte alle ein bisschen am Schirm haben. Heute jeden Freitag. Sonst bist du immer der Erste. und Double Trouble, klarerweise auch. Der junge Mann ist ja vorher fast nur mehr auf YouTube unterwegs. Danke für den jungen Mann. Siehst du, das lobe ich mir bei dir, Julian. Der eine sagt immer, ich bin ein alter Depp. Du sagst, ich bin ein junger Mann. Du bist in mein Herz ganz groß, Julian. Gell? Sehr gut. Ja, Double Trouble haben wir einen sehr interessanten Gast. Ich kann sie jetzt schon sagen, weil ihr setzt ja die Sendung am Donnerstag und am Mittwoch kommt Double Trouble. Obfrau Stellvertreter der Salzburg Ducks ist bei uns zu Gast und auf den freuen wir sie natürlich total, weil da gibt es viele interessante Themen, neue Stadien etc. Aber wie gesagt, Double Trouble einschalten. Sehr cool. Wer, glaube ich, nicht so wirklich im Herzen ist, ist Ohio State von Iowa. Iowa 10-54 verloren. Ja. Bei Ohio State ist ein Problem. Ist einfach ein Problem. Gell? Ich meine, Iowa hat einfach wirklich keine Offense. Es hilft nichts. Die haben sogar relativ lang Big Plays und so vermieden gegen Ohio State. Also das war sogar echt nur gut. Die haben Ewigkeiten nicht mehr wie 40 Yards Plays oder so gehabt, was gegen die Offense ja eh erstaunlich ist. Mhm. Ja, aber da gehst du dann unter. Ja, ohne Offense bist du eigentlich machtlos. Ja, und leider, weil der Defense, da hat man es vergunnen, das ist eine richtig gute Defense, also das ist wirklich ein bisschen schade. Ja. Das wird noch spannend mit denen, das hätte man sich, glaube ich, auch nicht vor der Season so denkt, dass so rennen wird, oder? Mit Iowa. Glaube ich nicht, oder? So schwach ist nicht. Ja. Das ist nicht gut, ist schon. Das aber, haben wir gewusst, ja, aber das so... Ein bisschen Funktionalität, wenn du hast, kannst schon viel erreichen, aber nein, das geht gar nicht. Ja. University of Texas Monroe, UTM, hat gegen Tennessee gespielt, 24-65. Mhm. Tennessee macht weiter. Brauchen wir nicht groß. Unaufhaltsam. Genau. Ist auch gut. Also, weil es sind noch ein bisschen so hagelige Spiele. Jetzt hast du gerade Alabama geschlagen und dann bist du der Größte der Welt und dann zum Beispiel erlaubst du irgendeinen Ausrutscher, darf nicht passieren, wenn du Tennessee bist. Also im College Football allgemein nicht. Darf nicht passieren, wenn du um die Playoffs mitspielen möchtest. Genau. Dann haben wir noch eine direkte Begegnung gehabt. Erster gegen den zweiten in der Tabelle und zwar Syracuse gegen Clemson. Und Clemson, ja. Genau, Clemson hat sie mit 27-21 durchgesetzt. Ja, war jetzt nicht der berauschendste Sieg. Wir werden dann eh gleich hören, die Tabelle. Clemson steht zwar gut da, aber ich glaube, ausrosten können sie auch nicht auf die Lorbeeren, weil Wake Forest ist im Hintergrund schon ein Anmarsch. Syracuse Orange, man. Habe ich die sind gut.
Ich finde auch, der Quarterback von Clemson, der DJ Uagalele, der ist gebencht worden. Ja. Hast du verstanden, wieso genau? Nein. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ja, ich weiß halt nicht, was passiert war. Man hat nur im Hintergrund gehört, dass angeblich irgendwelche disziplinäre oder undisziplinierten Aussagen von ihm gekommen sind. Oder Zwingbett. Wahrscheinlich. Und Devil Winnie sein. Wahrscheinlich. Oder Zwingbett. Entschuldigung. Nein, der finde ich besser, aber ja, der tickt ein wenig so hier und da, hat der ein bisschen ja, so. Ja. Ja, okay, habe ich auch nicht verstanden. Ja, Syracuse, kann man verlieren. Haben sie nicht einmal verloren in der Vergangenheit, glaube ich. Das gibt's. Und ja, wirklich souverän ist das nicht. Ich meine, ich finde auch nicht. Gerankt und so, aber schauen wir mal, was da noch rauskommt. Ich bin echt gespannt. Also Clemson ist eine von die größeren Wundertüten so in meiner für mich. Also die Atlantic Division ist wirklich für mich noch eine offene Division. Das sage ich da, wie es ist, ja. Weil du hast die Syracuse, du hast die Wake Forest. Ja, Florida State ist ja eher abgeschlagen. Aber die werden nicht mehr groß. Genau. Aber zwischen D3 ist meiner Meinung nach alles drin. Und wie gesagt, Clemson ist nicht so dieses Top-on-Top-Team, wie man es glauben sollte. Ne? Nein, ich finde auch. Also bin ich richtig gespannt. Und die ist echt gut heuer, die Division, das stimmt. Ja, stark auf alle Fälle. Ne? Die 24 Mississippi war bei Alabama. Jawohl. 6:30 hat Alabama gewonnen. Ja, das ist so, Alabama hat sich offensichtlich die Defense wieder gefangen, weil gegen Tennessee war die Defense nicht gut. Witzig bei Alabama, das haben sie sehr oft. Also das haben sie meistens einmal im Jahr, dass irgendwie die Defense das Hirn ausschaltet, da haben sie es wieder richtig eingeschaltet. Ja, Mississippi fallen weiterhin ein bisschen die Radeln ab. Brutal souverän. Ja, dann habe ich ein Spiel auf der Liste. Ich meine, du wirst dein Herz hecher schlagen. Wake Forest war ja bei Boston College. Jawohl. Wir haben es eh schon gesagt. Ja. Echt spannend. Da kommen wir aber noch dazu in der Tabelle. Genau. Hochinteressant. Genau. Es waren dann noch ein Ergebnis, was vielleicht auch interessant ist. Ole Miss hat wieder verloren gegen LSU mit 45-20. Genau. Ein Ergebnis, was man vielleicht nicht so jetzt im ersten Moment denkt. Und Texas hat gegen Oklahoma State 41-34 verloren, Julian. Was sagst du dazu? Oklahoma State ist for real, würde ich sagen. Ja. Sie sind gut drauf. Also gut drauf, dass sie große Teams da wirklich eine blöde Niederlage einfangen können. Ja. Texas, wie gesagt, alles mit der Ruhe. Also das war in den letzten Jahren ein bisschen ein Problem. Aber ja, möchtest auch nicht. Also auch ungut zu spielen. Ungut. Ja. Wie die meinen, ja. Ja, genau. Das glaube ich auch. Ich meine, man hat schon oft jetzt gelesen, ein bisschen, finde ich, so in der Medienlandschaft ist Ole Miss die dritte Kraft oder die vierte Kraft in der ganzen SEC. Mhm. Ja, jetzt glaube ich es wieder nicht mehr so. Also das hat zwischenzeitlich schon wirklich gut ausgeschaut, aber ja. Konstant ist auch was anderes, finde ich. Das ist einfach inkonstant. Ja. Also sie legen nicht das aufs Tableau, was man von ihnen erwartet. Das ist meine Meinung. Weil sie müssen wirklich konstante Leistungen, wenn man sagt wie Alabama oder Notre Dame, die wirklich konstante Leistungen. Ich glaube, dann kannst du den Konzert der großen Notre Dame darfst du meist nicht dazu mischen. Das wäre ja konstant. Ja, aber ich sage trotzdem vom Namen her, ja. Ich meine, sie sind zwar hinten an Alabama dran, aber sie sind halt die. Ja, aber es sind viele Teams heuer. Nimm her Texas A&M. Da hast du auch nicht geglaubt, dass die heuer so ein bisschen anlosen, wie es wirklich derzeit ausschaut, oder? Oder hast du das im Radar gehabt? Texas A&M haben wir schon oft besprochen. Also das ist ein Wahnsinn heuer, ja, was da passiert mit denen. Ja. Das ist ein Team, was du mal sagst, die müssen vorhin dabei sein und passiert überhaupt nicht, gerade. Ja, das ist wahr. Ja. Minnesota hat es mitgekriegt, wie es ist, wenn Penn State der Wut hat. Die Wut von der Woche 7. Ja, genau, Penn State hat 45-17 gewonnen. Hat sie voll getroffen. Mehr wie eindeutig. Ja, das war einmal genau umdreht. Also, das war jetzt von Penn State pure Dominanz. Dabei hätte ich, also ich hätte nicht geglaubt, dass Minnesota da so untergeht. Aber ja, ich kann es auch nicht genau sagen, was Minnesota heuer tut. Ich meine, die haben zwar richtig gute, also richtig sehr gute Jahre gehabt.
Aber die gehen dann teilweise völlig weg vom Passing-Game, was ich seltsam finde. Mhm. Ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Kann ja. ich nicht nachvollziehen. Ist mir ein wenig ein undurchsichtiges Team, finde ich. Iowa, Ohio State haben wir schon gehabt? Haben wir gehabt, ja, genau. Haben wir schon gehabt, ja. Genau, das ist eins, was wir schon durch haben. Ja, was hätten wir noch am Radar, Julian? Was wäre für unsere Zuschauer noch interessant, eine Partie, die wir noch am Radar hätten? Ne, ich habe einen ganzen Haufen aufgeschrieben, was nächste Woche spannend wird. Na, dann machen wir gleich eine Vorschau auf die Woche 9, Julian. Würde ich auch fast, weil ich hab den Rest jetzt nicht wirklich aufregend gefunden. Also von den gerankten Teams haben wir so ziemlich das Wichtige durch. Das ja. Ich würde sagen, machen wir eine Vorschau auf die Woche 9. Gehen wir dann heute vielleicht damit die Tabelle durch. Ja, und ich glaube, Julian, du möchtest dann sogar schon ein bisschen so Playoff-Contenders. Genau, das müssen wir jetzt schon ein bisschen in Betracht ziehen. Also schon ein bisschen, man kann ein bisschen Fantasie haben, sagen wir so. Okay. Ja, nächste Woche spielt Ohio State bei Penn State. Ja. Ganz spannend. Ganz spannend. Ich weiß nicht, wie wird das her, aber das wird, wie wird das her irgendwo spannend ist, was gegen Ohio State spielt, weiß ich nicht. Aber Ohio State hat jetzt nicht die Mörder-Teams gehabt bis jetzt. Und jetzt geht der schwere Teil vom Spielplan los und deswegen wird es spannend, was, sagen wir, vernünftige Defenses oder wirklich gute Defenses auch gegen Ohio State machen können. Da bin ich wirklich gespannt. Ich sehe es noch nicht ganz kummer, dass die hier nur eine Partie verlieren, aber schauen wir. Genau. Das erste Mal sein. Wir haben. Bitte? Ja, geht schon, sag nur. Nein, wie gesagt, ein bisschen auf das Penn State Backfield schauen. Die haben sind nämlich echt passverteidigungstechnisch, die haben richtige coole Pass-Defense. Eine bessere wie Rushing-Defense in dem Fall. Und schauen wir, wie sie es machen. Wird Ohio State auch anfangen, dass sie einer die Hitten voll rennen? Funktioniert es? Oder machen sie es mit einer Wide Receiver Armada? Ich weiß es nicht. Ich bin richtig gespannt. Das wird also ein Big Ten-Duell, das wirklich Spaß machen kommt. Ja, also ich habe auch zwei Games auf alle Fälle schon am Radar. Das ist Wake Forest gegen Louisville. Das muss ich mir auf alle Fälle geben, wobei ich hoffe, Wake Forest wird an diesem Tag seiner Favoritenrolle gerecht gegen Louisville, weil ich zähle sie jetzt schon zu den Favoriten. Und für mich ist dann auch noch, glaube ich, eine Partie, die was, glaube ich, recht interessant wird, Notre Dame gegen Syracuse. Notre Dame, Syracuse. Boah. Das wird schwierig für Notre Dame. Das wird, so wie Syracuse derzeit drauf ist, wird es schwierig für Notre Dame. Ja. Also wenn ich das picken müsste, die gehen dann mit Syracuse. Also ich sehe Notre Dame, ja. Also es wird mir nächste Woche um die Ohren fliegen, aber das ist irgendwie noch nicht gekommen. Aber ich bin bei dir, Julian. Darum, die Partie werde ich mir sicher anschauen, weil ich glaube, das wird wieder so eine Schnittpartie werden. 100%. Ja, bin da echt gespannt. Wir haben die World's Largest Outdoor Cocktail Party. Okay. Florida at Georgia. Ah! Das ist ja jedes Jahr in Jacksonville auf einem neutralen Feld quasi. Okay. Und ist halt legendär für Tailgating at his best. Also das ist ja ein bisschen die Story dahinter. Wirklich das World's Largest Outdoor Cocktail Party, so nennt man dieses Spiel eigentlich. Ich meine, offiziell nicht logischerweise. Aber ja, da gibt es Bilder und so weiter, da hängen die Leute in die aufblasbaren Swimmingpools drin und dann Cocktails auf den ganzen Tag, so ungefähr. Also, das kommt sportlich, ist das, ich meine, es ist für Georgia schon so, die dürfen da jetzt auch nicht deppert, Entschuldigung, blöd tun. Ja, ja. Florida ist immer nur Florida, aber Florida ist heuer nicht gut genug, in meinen Augen, dass da gegen Georgia was ausrichten können. Aber Georgia muss jetzt richtig auf der Hut sein, weil angenommen, die kommen mit keiner Niederlage durch, das ist, also, die dürften sie dann rein theoretisch eine Niederlage sogar, würde ich behaupten, erlauben im Championship-Game dann. Und ich würde sagen, Georgia mit einer Niederlage ist trotzdem nur in die Playoffs. Aber darum müsste ich jetzt nicht gegen Florida verlieren. Also das war wirklich ein Fehler, aufpassen da bei sowas jetzt. Ja. Weil es sind immer nur, Florida ist ein SEC-Team, das hat gewaltiges Talent. Da geht zwar nicht alles zusammen jetzt gerade, aber das ist oft ein bisschen gefährlich, dass man dann sagt, naja, spiel nicht wirklich gut her, ja, aber das Talent, wenn das einen guten Tag hat und du hast ein bisschen einen schlechten, genau. Funktioniert das schon, ne? Dann kannst du ein Problem kriegen.
Was für mich auch noch am Plan steht, wird, ist natürlich North Carolina King Pete. Das werde ich mir anschauen wegen Drake May. Der Bursche fasziniert mich und die werde ich mir auf alle Fälle geben. Ich glaube, der ist auch für euch am interessant. Schaut sich das an, das ist sicher eine gute Partie. Ja. Und was auch interessant wird, Ole Miss haben wir gerade angesprochen und Texas A&M. Ob Ole Miss gegen Texas A&M das, ja, das weitermacht oder ob Texas A&M endlich munter wird und vielleicht damit zurückschlägt. Und das wird, glaube ich, auch eine interessante Partie werden, oder? Ja, ich sehe es nicht kommen, wie das Texas A&M gewinnt. Ja. Aber also das ist für mich erledigt, die Saison relativ. Aber man mag mich lügen straffen. Schauen wir. Was hast du noch am Roster, Julian? Also ich habe nur drei Spiele. Also Kentucky bei Tennessee. Ja. Da darf Tennessee aufpassen wie ein Schießhund. Ja. Quasi, weil das ist auch wieder so eine Partie, die jetzt nicht geklampert werden. Das nicht überheblich werden. Gleich, nein, das kann gleich wieder schon wissen. Diszipliniert und so. Und dann verlierst du 27, 23 und du weißt am Ende nicht, wie hast du das Spiel verloren. Ja. und dann ist das mit den Playoffs gleich wieder ganz woanders. Aber das schauen wir uns nachher an. Michigan State bei Michigan muss ein wichtiges Spiel für mich sein. Dürfte eigentlich kein Problem sein, sage ich mal, für Michigan. Aber es hat einmal ein alter Michigan-Trainer gesagt, you don't know how it is to live in this state when you lose to Michigan State. Verlieren wir nicht, bitte. Ja, ja. War gut. Kann man sich anschauen, da die empfehlen, Hard Knocks hat es mal gegeben mit Michigan, ist echt hochinteressant, ein bisschen zu sehen, wie das im College abläuft. Gibt es halt nicht vom anderen Team, aber weißt du, dass ich oft von Michigan rede, aber ja. Schaut euch das an. Ist wirklich interessant. Und Oklahoma State bei Kansas State. Ja, das ist sind beides spannende Teams irgendwo. Ja. Oklahoma State ist gerade richtig gut drauf. Kansas State auch immer für eine gute Partie gut. Ich würde mir das so im Second Screen, würde ich mir das anschauen. Ja, auf alle Fälle kann man das mitrennen lassen, ja. Ja, finde ich auch. Ja. Wir schauen aufs Big Picture quasi. Jawohl. Wir fangen an mit der ACC. Mit der Atlantic in dem Fall. Die Nummer 5, Clemson, 8-0. Aber dahinter wird es wirklich spannend, weil Syracuse ist gerankt an 16, 6-1. Und Wake Forest ist gerankt an 10, 6-1. Ja, also ja. Da kann man genau nur ziemlich viel passieren. Genau. Und da jetzt einmal behaupten, also Clemson darf sicher keine Partie verlieren, wenn sie ins Playoff möchten. Ich sage das jetzt zu einfach. Es kann in diese Playoff-Rankings, ja, das wird ja gerankt. Es geht nicht nur nach die Spiele, ja, es wird auch gerankt. Da kann viel passieren. War aber in der Vergangenheit so, wenn Clemson verloren hat, eine Partie, dann war es eigentlich, waren es nicht in die Playoffs. Also dann ja. Sind sie immer nur irgendwo an 6 oder so gerankt meistens. Außer sie verhauen es komplett, was ich nicht so kennen sehe, aber sollten sie sich nicht erlauben. Gut, angenommen, jetzt verliert Clemson, Wake Forest oder Syracuse verliert gar nicht mehr. Schauen wir, wer dann da Champion wird. Auf alle Fälle Syracuse und Wake Forest sind Bowl eligible. Das muss einmal das erste Ziel sein, weil sie haben über 6 Spiele gewonnen. Mhm. Insofern kann die Saison gar nicht mehr so schlecht sein. Wake Forest ist in 10 gerankt. Das kann für die, das ist jetzt schon eine erfolgreiche Saison in Wahrheit für die. Ich würde auch sagen, ja. Ich meine, Wake Forest ist jetzt kein, das war, wir sind ein bisschen verwundert, dass das so funktioniert oft, aber das ist jetzt natürlich, bitte, das sind Top-Football-Teams, ja, aber es ist halt im großen Ganzen, wenn man sich die großen Teams anschaut, sind es halt eher eine Randerscheinung gewesen in der Vergangenheit. Genau. Drum sind wir alle ein bisschen, also alle wir zwei ein bisschen begeistert. dahinter ist dann nur FSU, Louisville, NC State und Boston College. Ja. FSU hat auch nicht den Anspruch, dass es ein 4 ist, aber ist die letzten Jahre einfach so. Ja. Die Coastal, UNC, University of North Carolina, 6-1. Ja, ich finde die 6-1 immer nur ein bisschen wagelt. Ich meine, wie du sagst, die Offense ist teilweise ganz gut, dann finde ich, dass die Defense teilweise ein bisschen, ja, wagelt. Schauen wir. Im Großen und Ganzen sehe ich das nicht wirklich für gefährlich, aber natürlich muss irgendeiner Champion von der Coastal werden. Das wird wahrscheinlich UNC werden. Es sind an 21 gerankt. Schauen wir, was da noch passiert. Dahinter Georgia Tech
mit 3-4 Duke, Pitt, Miami, Virginia und Virginia Tech. Ja. Ja, Virginia und Virginia Tech, das ist ein bisschen, ja, bin gespannt, ob sie die wieder mal ein wenig erholen. Virginia Tech war schon einmal ein Name, ein wenig einer, also die haben auch mal wirklich einen schönen Football gespielt, das hat man sich gut anschauen können. Es ist derzeit echt ein bisschen Lob. Aber ich glaube, die Überraschung generell ist aber Georgia, oder? Im Ranking. Georgia? Ja, findest du nicht? In der ACC? In der ACC? Wir sind ja bei der ACC. Ach so, wir sind bei der ACC. Okay, ja. Okay, da habe ich jetzt gerade vertan. Man sieht, sie war wieder in der Böen falsch. Nein, die ACC, die kommt erst. Pass auf, Big 12? Big 12, bin ich da? Bio. TSU, TCU? Steam 0. Texas Christian University. Ja, 7-0. Das ist für mich ein bisschen die Überraschung bis jetzt. In positiver Sicht ist ein 7 gerankt. Ja, cool. Dahinter Oklahoma State mit 6-1, Kansas State mit 5-2, die spielen jetzt direkt gegeneinander. Natürlich, wenn dieses Kansas State wieder gewinnt, dann wird es da dahinter auch noch mehr eng. Oklahoma State ist ein 9 und Kansas State dann 22 gerankt. Da oben, also richtig traue ich einer alle nicht, aber da oben spielt sich einiges ab, finde ich. Also die sind auch richtig, die haben teilweise richtig coole Fußballspiele herabgeliefert. Ja. Ist ja gut zum Anschauen. Glaubst du, dass ob Kansas vorbei ist, also Baylor, Texas Tech, Oklahoma, dass die schon weg sind? Ja. Schon, gell? Also die werden möglich Texas und Baylor, die werden ein Bowl erreichen. Ja, das ist, ich meine, man muss dazu sagen, für Baylor, die sind ja erst wieder jetzt am Aufstreben. Bei Baylor war ja ein Wahnsinnsskandal vor ein paar Jahren. Okay. Weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Da in Art Briles hat der Coach geheißen. Ja, ich will da, also die ganze Geschichte, ich bin natürlich nicht dabei gewesen, ich kenne nicht ein paar Berichte halt schon von so Journalisten, die sich da reingehängt haben. Da ist es halt um scheißliche Sachen gegangen. Ah, okay. Da sind nicht alle möglichen Sachen, was Footballspieler verbrochen haben oder hilf mir, Cheerleader, männliche verbrochen haben, Fehlverhalten gegenüber Frauen und so weiter, ist da einiges okay. Denen haben es dann einige Stipendien gestrichen, etc., etc. Für die sind eigentlich für mein Empfinden so Bowl-Saisonen, wenn das eine wird, wenn es sechs Partien gewinnen, eigentlich keine schlechten Saison. Das ist keine schlechte Saison für mich. Okay. Man ist ein bisschen gefährdet, seitdem es dieses Playoff-System gibt, dass man diese Bowls völlig also dass das nichts wert ist, aber das stimmt nicht. Also die Bowls sind wirklich was wert. Früher ist es nur um die Bowls gegangen. Früher hat es kein Playoff gegeben. Jesus, ja. Und darum, also man Baylor jetzt noch zwei Partien gewinnt, und schauen wir, aber finde ich, das ist keine schlechte Saison. Kansas ist eine Weltsaison. Ich meine, ich denke an 5-3. Das, ja. Kansas, die haben jetzt einige Saisons gehabt, die haben genau eine oder zwei Partien gewonnen. 5-2 stehen sie. Nicht stehen sie. Also die Kansas stehen 5-3, Entschuldigung. 5-3, genau. Die sind vor Oklahoma jetzt. Kansas ist jetzt schon heilfroh, ist was kommt, ist Bonus quasi. Wenn man da ein wenig die Phrasen dreschen will. Dann Oklahoma, West Virginia und Iowa State. Ja, das ist unter ferner Liefen, würde ich sagen. Ne? Genau, das hat sie erledigt. Genau, Big Ten. East Division, da haben wir Ohio State mit 7-0 und Michigan auch mit 7-0. Das sind eigentlich gleich die zwei. Ja, so ist es. Und jeder hofft, dass es bis zum 26. November nur so bleibt. Ja. Also ich hoffe es bei Ohio State nicht, aber wird so sein. Und nein, ein bisschen hoffe ich schon, weil dann entscheidet sich wieder alles the game und das ist wieder dann an Dramatik nicht zum Überbieten. Dahinter kommt Penn State jetzt mit 6-1, die sind aber auch an 13 gerankt, Ohio State an 2, Michigan an 4. Maryland 6-2, kann man auch nicht sagen, dass das eine schlechte Saison ist. Nein. Rutgers 4-3, sicher für Rutgers auch okay. Michigan State und Indiana 3-4 und 3-5, ja, Michigan State hat irgendwie das ist einfach zu wenig. Da fehlt es noch. Die kriegen zu viele Punkte und. Ja, genau. Und in der Offense ist auch nichts da, wirklich. Ne? Ah, zu wenig zumindest, genau. Also, das fehlt leider dort und da. Die West ist für mich eher. Also, das. Ja, hätte ich viel geglaubt, aber das nicht. Die 17, Illinois. Ja. Die Division noch mit 6-1.
Ich glaube, ich kann mich an das gar nicht erinnern, dass Illinois einmal die Division angeführt hat, seitdem ich College Football schaue. Okay. Purdue kommt dann mit 5-3, dann Nebraska mit 3-4 und Wisconsin, Minnesota, Iowa und Northwestern. Ja, das ist mir ganz ein neues Bild. Minnesota zum Beispiel war in den vergangenen 2-3 Jahren mal wirklich ganz cool. Den waren, haben gut mitgespielt, Nebraska und Wisconsin. Für normal, sagen wir, wenn man jetzt auf die Häufigkeit schaut, wenn man das so will, hat das immer Wisconsin die letzten Jahre fast dominiert. Mhm. Nur, dass dann im Championship-Game von Ohio State da geschossen werden. Ja, das ist gar nichts gescheit von Wisconsin, muss ich sagen. Ja, aber Illinois, sei es vergönnt, 6-1, 17 gerankt. Super. Pac-12? Pac-12, da haben wir schon. Ja. Deswegen, jetzt werde ich klar, warum, dass ich sage, dass die Verantwortlichen bei der Pac-12 wahrscheinlich ein bisschen schlecht rahmen. Die 8 Oregon 6-1, dahinter USC, die 10 6-1, dahinter 12 UCLA 6-1. Also das ist alles recht gut und nichts voll gut. Nein. So ungefähr. Und ja, wenn du als Pac-12 eine Partie verlierst, ist mit den Playoffs schon wieder alles ein bisschen kritisch. Aber die haben heuer, also ich finde, dass die heuer potenter spielen wie die letzten Jahre, muss ich sagen. Also gerade die Spitze da, die Top 3. Utah mit 5-2 ist auch ein super Team. Mhm. Muss man auch dazu sagen. Ja. Die sind an 14 gerankt. Ja, die sind alles gut und die schaffen es halt dann meistens, dass sie gegenseitig so die Siege wegnehmen, dass halt dann keiner in die Playoffs kommt. Also das ist wirklich die letzten Jahre oft so gewesen. Und dahinter kommt dann Oregon State, was auch gut ist, mit 6-2, Washington State 6-2, Cal, Arizona, Colorado, Arizona State und Stanford. Und Stanford ist 3-4 und hat jetzt gerade gewonnen gegen Notre Dame. Darum Notre Dame ist es auch ein Problem für. Ja. Also das bleibt nicht aus. Nein. SEC, jetzt sind wir dabei. SEC East. ACC East, da oben sind wir. Warte, ich muss auf kurz, dass ich einen Plätze nehme. ACC. Georgia an 1. Ja, genau. 7-0. Ja. Überraschung, was du vorher gemeint hast. Naja, Überraschung ist für mich, wie dominant das auftreten. Jetzt nicht zwingend, dass die 7-0 sind. Ich finde, mich wundert, dass die den ganzen Abgänge einfach so kompensieren können. Das genau, das ist das, was ich auch meine. Also es ist wirklich die Dominanz, obwohl es so viele Abgänge sind. Und das ist halt schon bemerkenswert, finde ich. Also ich glaube, dass da einfach viel Vorleistung, gute Arbeit oder gut gearbeitet worden ist. Ne? Da muss gewaltig gearbeitet worden sein. Ja, ja. Das gibt es anders nicht. Du machst nicht von heute auf morgen aus einem Walk-on-Quarterback, ja, Walk-on nur mal, ich muss das wieder betonen. Einfach so ein Quarterback, wie der Stetson Bennett jetzt ist. Die haben, du, ein paar sicher Fans von Michael Mayer oder gewisse andere Titans, die werden mich jetzt verfluchen, aber die haben drei Titans, die du auf der Stelle in meinen Augen fast in die NFL schicken kannst. Genau. Bob Bowers, der zweite, kann die anderen zwei jetzt gar nicht nennen, ist wirklich die bis nächstes Mal aus. Schaut sich Georgia nur wegen dem Titan-Room an. Ich meine, die Bears draften gefühlt jetzt über vier Titans, die Kunden, die alle drei brauchen. Ja, ja. ja, Tennessee steht mit 7-0. So ist es. An 3 gerankt. Ja, genau. Das ist für Tennessee her ein bisschen ein Märchen. Die müssen jetzt echt aufpassen, dass einer dies jetzt keiner verhaut. Ja, die Partie wird jetzt wichtig sein, ob sie den Schwung mitnehmen können. Genau. Ja, von Alabama. Wenn sie den Schwung jetzt mitnehmen können in die Wochen eine. Dann kann es weitgehen. Da kann es weit gehen. Ja, sicher auch so, ja. Ja, und dann haben wir Kentucky und South Carolina. Beide mit 5-2. Genau, ich meine, South Carolina habe ich auch nicht geglaubt, dass die am Ende nur gerankt sind und irgendwo ist nicht relevant für irgendein Playoff, aber das ist jetzt 5-2 ist 5-2. Kentucky, ja. Genau wie du sagst. Florida 4-3. 4-3 und dann hast du Missouri und Vanderbilt mit 3-4, 3-5. Das ist, glaube ich, das, was man immer mit umziehen muss. Ne? Vanderbilt ist einfach so, wie es ist. Ja, Vanderbilt ist Vanderbilt. Ja, dafür mit dem Vanderbilt zum Beispiel nur ein bisschen auf die Bildung geschaut. Das ist auch nicht so schlecht. Ja. Die West, die eigentlich in der Vergangenheit immer die gute Division wäre. Das muss man dazu sagen. Weil es hat in der Vergangenheit in der East hat es gegeben Georgia und Florida mit Abstrichen, manchmal. Und in der West hat es gegeben Alabama, LSU, so wie es jetzt da ist. Alabama ist jetzt ein 6-7-1.
18 LSU, 6-2 und 15 Ole Miss. Sie meint, okay, das habe ich dann verkehrt gereiht, Verzeihung. Ole Miss müsste dann die 2 sein, außer sie haben einen Tiebreaker innerhalb verloren, das könnte sein. Genau, Mississippi State, Auburn, Texas A&M und Arkansas. Wobei, leider, wir werden es hoffentlich nicht mehr zu oft sagen, Texas A&M sicher als Enttäuschung gewertet werden muss. Ja. Ja, und den Rest, den finde ich jetzt nicht außergewöhnlich. LSU 6-2, ich finde, die haben deutlich schlechter ausgeschaut teilweise wie 6-2. Genau. Ole Miss finde ich sogar sehr gut. Die haben, ja, weil der Coaching-Staff kann Offense designen und jetzt haben sie offenbar auch einen DC gefunden, der echt eine ganz gute Arbeit macht. Mhm. Finde ich cool. Ist natürlich Blaublüte unter den College-Football-Teams da. Ich meine, da gibt es ja diesen Film mit dem, hilf mir, Blindside, der ist auch ein Ole Miss, spielt das, wobei das jetzt mit der Realität relativ wenig zu tun hat, aber... Michael Ower, genau. Genau. Aber, ja, die Ole Miss ist auf 15 gerankt. Ist 15, ja, 15, genau. Ja, 15 gerankt. Ja, und die Texas EM, das ist halt wirklich ein Wahnsinn. Aber gut, so hast du überraschend, ne? Du hast die Wake Forest und dann hast du Texas EM. Ja. Das heißt, wenn man sich das jetzt so anschaut, wäre im Playoff Georgia an 1 oder ja, State an 2, ja. Tennessee an 3 und Michigan an 4. Genau. Wäre so jetzt gerade so. So, was kann jetzt passieren? Alabama 7-1. Wenn jetzt Alabama zum Beispiel kein einziger Partie mehr verliert und dann das Championship-Game gegen vermutlich Georgia gewinnt, oder wie das auch immer dann zugehen mag, gegen Tennessee oder gegen Georgia, muss das dann sein, dann kannst du Alabama wieder in die Playoffs haben. Das kann ja dann wieder passieren. Mhm. Ob ein Two-Loss Alabama oder so, was in die Playoffs kommt, das traue ich mir her nicht behaupten. Das werden wir sehen. Ja. Ohio State darf nicht gegen Michigan verlieren und Michigan darf nicht gegen Ohio State verlieren. Das wird wieder genau in dem einen Spiel so sein. Also, natürlich die anderen auch nicht. Ob ich gehe jetzt einmal, also arroganterweise, nein, ob ich gehe jetzt einmal davon aus, dass die zwei ungeschlagen gegeneinander spielen werden. Ich glaube auch. Interessant wird die Tennessee wird interessant, ob die das jetzt halten können. Tennessee, jetzt muss ich gar schauen, hat Tennessee hier und Georgia, spielen die noch? Warte mal, Tennessee in Georgia? Müssen wir jetzt den Schedule gleich anschauen? Das ist jetzt ganz großes Podcasten gerade, aber auf die Konstellation habe ich vorher nicht gedacht, gebe ich zu. Tennessee haben wir schon da. Was ist das? Ja, genau. Ich meine, Tennessee, das wird jetzt nur ein Hartstück, glaube ich. Gell? Die spielen jetzt nur gegen Kentucky, dann gegen Georgia, dann Missouri, dann South Carolina und dann Vanderbilt. Das ist ein Mörder. Das ist ein super Programm, ja. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin nur immer der Meinung, es kommt jetzt gegen Kentucky, ob sie den Spirit mitnehmen, ob sie den von Alabama, ob sie das mitnehmen gegen die Kentucky. Wenn sie Kentucky schlagen, ist für mich alles drin. Für Tennessee. Ja, ich meine, was bei Tennessee jetzt schon der Vorteil ist, angenommen, die schlagen jetzt Georgia, dann haben sie Alabama im Championship Game und auch wenn sie das verlieren, sind sie 7-1, also dann sind sie 10-1. Selbst dann werden sie nur in die Playoffs sein, konnte ich mir vorstellen. Jetzt nach jetzigem Standpunkt können sie es ja ausgehen. Die dürfen jetzt nicht mehr verlieren. Ja, genau. Die müssen eigentlich alles gewinnen. Ja. Und Georgia ist ähnlich. Wenn Georgia jetzt gegen Tennessee verliert, dann müssen sie das Championship-Game auf jeden Fall gewinnen. Ja, stimmt. Michigan wird nicht dabei sein, wenn sie verlieren. Ohio State, ich konnte mir sogar vorstellen, dass sie dabei sind, wenn sie verlieren. Oh, okay. Naja, weiß ich nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, traue ich mir nicht sagen. Wenn die alles andere anschießen, außer Michigan, vielleicht geht das. Clemson, wenn sie ungeschlagen durchkommen, ich finde Clemson, also da kommen dann so viele Variablen dazu, wie zum Beispiel, wie schauen sie aus, wie spielen sie der Eye-Test. Da geht es jetzt dann nicht nur zwingend darum, wie der Rekord ist. Für mich ist Clemson jetzt, also für mich persönlich wäre das ein bisschen zwaglig bis jetzt, aber ja, sie sind 5 gerankt, das heißt, sie dürften schon relativ überzeugt haben auch.
Na, schauen wir. Ich meine, eins, Julian, darfst du nicht außer Acht lassen. Also, Wake Forest wird sicher im Playoff sein. Ja. Nein, das wird nicht passieren, aber, ich aber, weiß schon. Aber im Playoff deines Herzens vielleicht da schon. In meinem Herzen, ja. Genau. Naja, auf alle Fälle, würde ich sagen, Julian, einige interessante Sachen, die noch auf uns zukommen. Ja, es wird immer spannender, genau. Ja, es wird immer spannender. Wir sind eigentlich, glaube ich, schon mit nächster Woche in der Halbzeit, oder? So ist es. Wir sind schon in der Halbzeit. Wir sind schon in der Halbzeit. Das heißt, liebe Zuschauer, über der Halbzeit. Ja, genau. Wir haben jetzt wieder zwei Wochen leider Pause, aber wir werden natürlich in die zwei Wochen wieder alles zusammentragen, was uns nur unterkommt, Julian. So ist es. Und werden uns auch wieder die Matches zu Gemüte führen. Und ja, wir werden dann schön langsam auch unsere Burschen, die wir alle am Roster haben, so wie ich, mein Quarterback oder meine zwei Quarterbacks mit Drake May. Und ja, genau, und den Van Dijk müssen wir noch schauen, was mit denen ist. Das wird auch ganz eine nachliefern. Geschichte. Da werden wir nachliefern, was da genau Sache ist. Ja, ja, ich würde sagen, im Großen und Ganzen, Julian, wir zwei werden es wieder machen. Es war wieder gut. Ja. Und am Wochenende werden wir sie wieder WhatsAppen, oder? Was wir sie anschauen, oder? Ja, müssen wir wieder ein bisschen sprechen, müssen wir wieder ein bisschen reden, was man tut. Auf alle Fälle schaut sich Spiele an. Es macht Spaß. Es gibt, wie gesagt, auch einiges jetzt auf YouTube, das habe ich unterschätzt, offen gestanden. Ja, ja. Ja, schaut sich an. Stellt Fragen, wie gesagt, schauen wir gerne einmal ein anderes Team an, was ich sonst nicht so im Schirm habe, wenn es jetzt nicht gut gerankt ist, das ist mir ganz gleich. Ganz wurscht, fragt sowas oder auch nicht. Ja, und wir schauen dann natürlich, dass wir euch weiter mit Infos versorgen. Wir fiebern schon den Ganzen entgegen und wie gesagt, wir sind gerade in Arbeit, den einen oder anderen Gast zu uns einzuladen, der uns natürlich dann auch weiterhin professionelle Tipps gibt und wir schauen, dass wir mit dem College so gut wie möglich alle Infos zusammentragen können, die es noch gibt. Ich halte meinen Wake Forest die Daumen. Ich habe ein neues Team. Ich werde mir jetzt sofort Fanware besorgen, auf alle Fälle. Julian hat sein Team. Das habe ich erzählt, genau. Und ja, ich sage danke, dass ihr wieder dabei seid dürfen, Julian. Habe ich gefreut. Und an euch. Bis bald. Und go blue. Genau, und lasst uns ein Abo da, beziehungsweise immer da liken und teilen und was auch immer. Wir freuen uns über alles. Schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Papa. Ja, ciao.